Nur die, die sich gemeldet haben. Bitte schön. Ja, ja, okay. Ich glaube dir. Nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Was hat das für eine Bedeutung, wenn man den Propheten Muhammad im Traum sieht? Was hat das für eine Bedeutung? Das ist eine schöne Frage, wenn man den Gesandten sallallahu alaihi wasallam im Traum sieht. Passt auf. Das muss nicht immer bedeuten, dass du ein guter Mensch bist. Khalas, mafu. Das muss nicht immer bedeuten, dass du ein guter Mensch bist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam könnte auch kommen als Warner. Wenn du sehr viel Übles in deinem Leben machst. Aber er könnte auch als frohe Botschaft kommen. Kein Problem. Aber es ist nicht immer frohe Botschaft. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Möge Allah azzawajal es uns ermöglichen. Wir haben von unserem Sheikh gehört, möge Allah azzawajal ihn bewahren. Er hat geschworen auf Allah azzawajal, dass er 49 Mal den Propheten sallallahu im Traum gesehen hat. Das wusste nicht mal seine eigene Frau. Möge Allah uns das ermöglichen. Na, tafaddal.